Ja, also, das ist vor 30 Jahren, haben das zwei Lehrer erfunden, die Messe. Und zwar sind die zwei Lehrer zusammengesessen und haben es eigentlich schade gefunden, dass es nichts für die Kinder gibt, dass man eigentlich nichts hat, wo sich informieren können über die ganze Berufswelt und die Berufe ausprobieren. Und durch das haben sie nachher sich entschieden, dass sie so ein Event starten. So wie ich von ihnen gehört habe, war der Anfang steinig, aber wie man ja jetzt sieht, hat es sich wirklich jedes Jahr gesteigert und jetzt ist man auf einer soliden Basis von etwa 100 Aussteller, was wirklich cool ist. Das andere ist natürlich, dass wir als Schule, ist das für uns eine sehr große Werbeplattform, damit wir genügend Lernende finden, die zu uns in die Ausbildung kommen. Wir haben momentan, sind wir in der glücklichen Situation, dass es mehr Lernende hat als Lehrstellen. Und dadurch sind eigentlich die Aussteller angewiesen auf unsere BAM, auf die Plattform, dass sie ihre Lehrstellen besetzen können. Es ist sicher ganz wichtig, dass man die richtigen Player vor Ort hat. Also, dass man das Berufsinformationszentrum, wie bei uns, dass das hinten dran steht, dass das auch Werbung macht dafür. Und man dann so kann die verschiedenen Aussteller mobilisieren, aber dann auch auf Besucherseite, dass sie unterstützen, Werbung zu machen und dass man dann so Erfolg hat und Besucher wie Aussteller eine Messe holen kann.